Eine neue, junge Parteispitze, dass sie frischen Schwung bringt, hoffen auch die baden-württembergischen Delegierten. Der neu gewählte Parteichef gibt sich bescheiden. Was ich geworden bin, und die letzten 10 Jahre gehörten bestimmt zu den besten, die ich da je hatte, bin ich durch euch geworden, durch die Grünen. Lasst mich ein bisschen davon zurückgeben. Sein Vorgänger Cem Özdemir hat Habeck unterstützt, zählt er doch auch zum realpolitischen Flügel, dem die meisten Grünen aus dem Land nahestehen. Auch die neue Co-Vorsitzende Annalena Baerbock will Radikalität mit Realismus zusammenbringen. Wenn wir den vermeintlichen Widerspruch zwischen radikal und staatstragend als Chance begreifen und nicht als Schwäche, dann ist das hier wirklich heute erst der Anfang, liebe Freundinnen und Freunde. Mit ihrer Wahl stehen jetzt erstmals 2 Realos an der grünen Spitze. Zufriedenheit bei den Baden-Württembergern. Es sind einfach 2 Typen, die die grüne Politik unglaublich gut verkörpern und vertreten können. Die werden auch in dieser Politikerlandschaft, die wir so kennen, einfach neue Akzente setzen. Ich glaube, die integrative Kraft ist gestärkt dadurch. Und das stärkt uns als gesamte Partei, weil dann eine Spitze ist, die gut zusammenarbeiten kann, da bin ich fest davon überzeugt, und die alle mitnehmen kann. Ein Wermutstropfen. Nach dem Rückzug Özdemirs gibt es keinen prominenten Baden-Württemberger mehr an der Parteispitze und auch nicht im Parteirat. Ministerpräsident Kretschmann sollte dafür kandidieren und wollte nicht. Ich hätte es gut gefunden, wenn der Erfolg des Sondierungsteams jetzt weitergeführt worden wäre im Parteirat, dass also die starken Leute unserer Partei wirklich zum Erfolg der Partei beitragen, indem sie da zusammenarbeiten in diesem Gremium. Das hat sich jetzt nicht so ergeben. Ich finde es schade. Andere spielen es herunter. Die erfolgreichen baden-württembergischen Grünen hätten auch ohne Parteirat genug Einfluss und Bedeutung.